Hallo, mein Name ist Nina Blajon. Ich schreibe aus den Genres Fantasy, historischer Roman und Krimi. Im neuen Buch Wolfszeit beschäftige ich mich mit einem historischen Kriminalfall aus dem 18. Jahrhundert, hat also wirklich so stattgefunden. Darin geht es um eine mysteriöse Bestie, die von den Jahren 1764 bis 67 über 100 Leute getötet hat. Man ist sich bis heute nicht im Klaren, was es genau war. Damals dachte man, es ist vielleicht ein Wolf oder mehrere Wölfe, vielleicht ein Tier, das man noch nie gesehen hat, vielleicht etwas Übernatürliches. Möglicherweise waren Menschen im Spiel oder vielleicht war es sogar ein Löwe. Ich bin dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund gegangen und habe bei meiner Recherche zu diesem Buch mehrere Experten befragt. Unter anderem die Expertin, Wolfsexpertin Elli Radinger, die so nett war, mir zu helfen, herauszufinden, ob es ein Wolf gewesen sein könnte. Elli, von damals gibt es einige Augenzeugenberichte. Es gab auch Leute, die einen Angriff überlebt haben. Sie sprechen ausnahmslos von einem Tier. Manche sagen sehr wolfsähnlich, andere sagen, es war ein Wolf. Alle berichten aber, dass dieser Wolf, ich nenne ihn mal Wolf, auf sie zugaloppiert ist. Also wenn ein Hütekind mitten auf der Weide stand, die Schafe drumherum waren, konzentrierte sich dieses Tier nicht auf die Schafe, sondern hielt direkt auf den Menschen zu, ganz gezielt, galoppierte also teilweise über freies Feld direkt auf ihn zu, sprang ihn an, zerkratzte das Gesicht, warf ihn um, tötete ihn und zum Teil, also bei sehr vielen Fällen, fehlte danach der Kopf oder es fehlten bestimmte Organe. Meine Frage an dich, wäre das so ein typischer Wolfsangriff? Also aus meiner Erfahrung mit wildlebenden Wölfen, und die habe ich jetzt seit 20 Jahren, ist mir das völlig unbegreiflich. Normalerweise würden wildlebende Wölfe, wenn die etwas angreifen, also die würden zunächst einmal die Schafe angreifen und nicht das Kind. Wäre es denn ganz grundsätzlich denkbar, dass in damaliger Zeit unter diesen Umständen Wolfsangriffe stattgefunden hätten? Grundsätzlich möglich, ja, wobei meine Tendenz immer eher dazu geht, Mischlinge anzunehmen. In Wolfszeit schicke ich aus Paris und Versailles einen jungen Ermittler, Thomas Ouvray, im Auftrag des Königs ins Gévaudan, um herauszufinden, was es mit dieser legendären Bestie auf sich hat.